Liebe Leute von Sinistrange Extreme, für wie blöd haltet ihr uns eigentlich? Glaubt ihr ganz im Ernst, dass diese scheinheilige Ansammlung von Ausreden auch nur ansatzweise dazu beiträgt, dass wir uns jetzt von euch weniger verarscht vorkommen? Ganz im Gegenteil, ich fühle mich jetzt gleich noch viel mehr verarscht, weil statt dass ihr den Mut habt und ganz klar kommuniziert, wir haben schlecht gearbeitet und eine schlechte Veröffentlichung gemacht, bekommen wir das vorgesetzt. Das mehr oder weniger abgetippte Mimimi eines Labels, das offensichtlich jetzt überwältigt ist davon, dass ihnen die Leute draufgekommen sind, wie wenig Detailarbeit eigentlich in ihrer Veröffentlichung steckt. Aber für diejenigen, die sich jetzt gerade fragen, worüber ich eigentlich rede, ein ganz kurzer Abriss der Geschichte. Sinistrange Extreme hat vor einiger Zeit den von Godfrey Ho inszenierten Schnippelstreifen Magnum Thunderbolt in drei verschiedenen Mediabooks angekündigt. Das Cover A entspricht dabei der alten deutschen VHS-Kassette, das Cover C ist, weil es offensichtlich von dem Film nicht viele verschiedene Motive gibt, ein neu erstelltes, aber dabei dermaßen grottenschlechtes Design, dass ich ehrlich gesagt nicht einmal dran denken will, und das Cover B war offensichtlich ein Kinoplakat von Magnum Thunderbolt. Das Problem? Von dem anderen Magnum Thunderbolt. Ja, das Cover B der Sinistrange Mediabooks von Magnum Thunderbolt gehört nicht zu dem Film, der eigentlich in den Mediabooks enthalten ist. Und trotzdem, dass Sinistrange Extreme meines Erachtens nach weiß, wurde das Ganze trotzdem veröffentlicht. Das ist einmal zum Beispiel der erste Punkt, für den man sich in einem Brief rund um diese Veröffentlichung entschuldigen könnte. Aber man könnte vielleicht an der Stelle noch einmal erwähnen, wenn es jetzt quasi heißt, wir haben die größten Anstrengungen unternommen, dass man vielleicht einmal ganz kurz in die Veröffentlichungsgeschichte von Sinistrange Extreme schaut. Und ich rede jetzt eigentlich gar nicht von diesem kindischen Classics-Wortspiel auf dem Frontcover, da grost man jedes Mal, wenn ihr das seht. Nein, wir schauen uns vielleicht ein paar andere Titel an, so wie zum Beispiel Sonderkommando ins Jenseits, eines der allerersten Mediabooks von Sinistrange Extreme, die ich bekommen habe, wo beispielsweise in dem Mediabook eine Daten-DVD drinnen ist. Also quasi eine falsch kodierte, falsch gepresste DVD, die in keinem herkömmlichen DVD- oder Blu-ray-Spieler abspielbar ist. Etwas, ein Fehler, der quasi sofort auffallen muss, wenn man diese DVD in den Player legt und der Player sagt, dieses Ding kann nicht abgespielt werden. Das Einzige, was also da dazu führen könnte, dass dieses Ding dann tatsächlich die Händlerregale jemals gesehen hat, ist, dass das nicht passiert ist, dass es hier offensichtlich keine Qualitätskontrolle gegeben hat. Aber macht nichts, wir sind ja nicht nachtragend, wir Filmfans, wenn sowas einmal passiert, dann hat man kein Problem. Einer der nächsten Releases war dann Maneater. Auch hier hatte man auf der Blu-ray dieses Mal das Problem, dass offensichtlich einige Filmfassungen nicht komplett durchliefen, sondern der Film währenddessen bei den meisten Abspielgeräten abgebrochen wurde. Auch etwas, was man vielleicht im Zuge einer Quality Control festgestellt hätte. Genauso wie man zum Beispiel merken hätte können, dass bei einem Mediabook von Day of the Dead das Cover nicht einmal zentriert ist, beziehungsweise ein Soundtrack-Listing ohne Tracknummern keinen Sinn macht, es Rechtschreibfehler drinnen gibt und davon, dass bei einem George A. Romero-Klassiker der englische Originalton und bekanntes Bonusmaterial wie Audiokommentare fehlen. Davon rede ich ja gar nicht. Also ganz kurz zusammengefasst, Sinistrange Extreme ist ein schlechtes Label, das schlechte Veröffentlichungen macht und das nicht erst seit Magnum Thunderbolt, das schon seit verdammt langer Zeit. Und trotzdem komme auch ich immer wieder in den Genuss, mir eines ihrer Mediabooks zu bestellen, vor allem, weil jetzt eben mit Magnum Thunderbolt einer der Titel erscheint, die mich wirklich interessieren. Ich liebe die Schnippelgeschichten von Godfrey Ho und ich weiß auch, wie schwierig es teilweise sein kann, sie zu veröffentlichen. Es gibt ja seit einiger Zeit von AVV und WMM die großartige IFD Legacy Edition, in der man die meisten Filme zufälligerweise auch in recht verhaltener VHS-Qualität auf DVD bekommt, aber vereinzelt dann eben auch tatsächlich neu von 35mm Kinorollen abgetastete, großartige Master wirklich in High Definition auf Blu-ray kriegt. Und da
macht AVV und WMM etwas, was ich absolut großartig finde. Sie kommunizieren das. Sie schreiben auf ihrer Facebook-Seite teilweise Begründungen, warum einzelne Titel doch nicht auf Blu-ray kommen, welche Probleme es mit verschiedenen Mastern gibt. Sie kommunizieren einfach klar und transparent. Außerdem weiß man gewisse Geschichten über die IFD-Titel, beispielsweise, dass das Bürogebäude, in dem IFD bzw. Film Art gesessen sind, in den 90er Jahren leider gemeinsam mit dem Film Art-Gründer Thomas Tang niedergebrannt ist und dabei eine Vielzahl an Mastern vernichtet wurde. Das heißt, es gibt von vielen IFD-Filmen nur mehr VHS-Master. Und von daher ist es in meinen Augen auch absolut vollkommen in Ordnung, VHS-Master von IFD-Filmen zu veröffentlichen. Denn besser so als nie ist immer mein Grundsatz. Aber wir kommen wieder zurück zur Geschichte von Magnum Thunderbolt und zu diesem lustigen Entschuldigungsschreiben unter Anführungszeichen. An der Stelle möchte ich sagen, alles, was ich jetzt in weiterer Folge zitiere, wurde direkt von Sinistrange Extreme geschrieben, wurde auf schnittberichte.com veröffentlicht. Einen Link zu der Meldung, wo ihr den Originaltext von Sinistrange nachlesen könnt, findet ihr natürlich in den Kommentaren zu dieser Meldung. Aber da stehen jetzt tatsächlich einige Dinge drinnen, zu denen ich mich äußern möchte. Beispielsweise sagt Sinistrange, dass ihnen von Regisseur Godfrey Ho persönlich eine 35mm Abtastung versprochen wurde, dass sie dann natürlich den Film auch dementsprechend angekündigt haben. Gut, da kann man nichts dagegen sagen, da muss man dann davon ausgehen, dass das kommt. Blöderweise kam dann von Godfrey Ho allerdings nur eine Art VHS-Master, das hat man abgelehnt und erst bei dem vierten Master hat man immer noch ein grottenschlechtes, offensichtlich analog gesourcetes Master bekommen, mit dem man nicht zufrieden war, aber das man dann nehmen musste. Aus Gründen. Was ich aber an der Stelle relativ interessant finde, ist, dass sie dann schreiben, erstens, wir gingen natürlich davon aus, dass die vom Regisseur des Films persönlich geschickte Fassung dann zumindest die vollständige Ergänzung Fassung ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ich euch das sagen soll, aber ist das eure erste Veröffentlichung gewesen? Das ist das erste Mal, dass ihr jemals irgendwas mit Filmen gemacht habt. Ist irgendwie tragisch, dass ich euch das sagen muss, aber man geht nicht von irgendwas aus. Man recherchiert. Man arbeitet. Weil selbst wenn ich mich hier vor die YouTube-Kamera setze, egal ob es jetzt ein Blu-ray-Check ist oder ein einfaches Vlog, ich recherchiere und schaue mir Dinge an und versuche möglichst viele Informationen zusammenzutragen, um ja nicht irgendeinen Blödsinn zu sagen, der mir dann im Endeffekt auf den Schädel fällt. Aber offensichtlich bin ich da einer der wenigen davon, denn es geht dann nämlich noch weiter. Wir wussten zwar davon, dass der Film in Griechenland im Kino gelaufen war, aber nicht einmal das Tape haben wir auftreiben können. Und damit kommen wir dann eben zu den Schnitten, die die Sinistrange Extreme Fassung aufweist, weil das ist der nächste lustige Punkt. Also nicht nur, dass ein Cover genommen wurde, das eigentlich zu einem anderen Film gehört, nicht nur, dass die Fassung in grottenschlechter Bildqualität im brachial gesummten Vollbildformat vorliegt, wie gesagt, gut, hat AVV und WMM auch das ein oder andere Mal in der IFD Legacy Edition. Nein, die Fassung ist auch noch geschnitten. Und dann haben sie wirklich die Kutzpe zu schreiben, diese Schnitte, von denen wir bis zu dem Tag, als der Schnittbericht erschien, nichts wussten und erst durch den Schnittbericht davon erfahren haben. Und damit sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir uns wahnsinnig verarscht fühlen. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass auf schnittberichte.com, einer Seite, die ihr ja offensichtlich kennt, seit dem 7. Mai 2009 ein Schnittbericht online ist, der die deutsche Videofassung mit der griechischen Videofassung vergleicht, geschrieben von einem der bekanntesten Schnittberichte-Autoren ever, nämlich von Il Gobbo. Das bedeutet, um im Zuge eurer offensichtlich monatelangen Recherche nach brauchbarem Material zu diesem Film
Habt ihr es nicht geschafft, einen Blick auf Schnittberichte.com zu werfen und euer Master zum Beispiel einmal mit dem Schnittbericht zu vergleichen? Denn es geht ja in dem Fall nicht einmal um ein, zwei Sekunden lange Masterfehler. Es geht um eine 60 Sekunden lange Szene. Das heißt, ich sage 20 Minuten Arbeit. Die Fassung mit dem Schnittbericht zu vergleichen, hätte euch das vorher sagen können. Vor allem, wenn ihr ja auf Basis von dem IFD-Master sowieso erst noch den deutschen Ton anlegen musstet. Das heißt, ihr musstet diese Szenen bearbeiten. Und nachdem gerade die Szenen, die in eurem Master fehlen, auch Szenen sind, die in der alten deutschen Fassung noch zusätzlich gefehlt haben, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass während der monatelangen Arbeit an dieser Veröffentlichung euch dieses Detail, dass es hier Ungereimtheiten, was die Fassung betrifft, nicht aufgefallen sind. Außerdem glaube ich euch auch die monatelange Suche nach der griechischen VHS-Kassette nicht, wenn es der Schnittberichte-Autor Muck 47 offensichtlich, ich übertreibe jetzt übrigens, Minuten nach der Veröffentlichung von eurem Mediabook geschafft hat, diese Kassette zu finden. Wie geht das? Ihr schafft es 6 Monate nicht und der zaubert sie aus dem Hut? Vor allem, wo wir jetzt eben gerade beim Thema sind, wie intensiv ihr nach dieser Fassung gesucht habt. Es gibt einige Labels, die deutlich besser sind als ihr, wie zum Beispiel Subkultur, um nur ein Beispiel zu nennen, die teilweise wissen, dass Material, das sie von ihren Filmen und geplanten Veröffentlichungen haben, vielleicht nicht das Optimum darstellt oder sie noch etwas wollen. Was machen die dann? Die posten das auf Facebook. Die schreiben dort, damit Leute, die das vielleicht zufälligerweise haben oder jemanden kennen, der das hat, ihnen dabei helfen können. Und offensichtlich habt ihr ein halbes Jahr, come on, wirklich, ein halbes Jahr nach diesem griechischen Tape gesucht, ohne auf die Idee zu kommen, bei Schnittberichte.com und dem Autor, der im Jahr 2009 einen Vergleich mit dieser Fassung gemacht hat, nachzufragen? Oder auf Facebook zu posten oder, was ich vielleicht auch schon das ein oder andere Mal eben auf schnittberichte.com gelesen habe, dass dort Labels sich melden und sagen, hey Leute, wir suchen eine Fassung oder eine Tonspur oder ein irgendwas, weiß da jemand was? Ich möchte an der Stelle echt nur fragen, wie habt ihr nach dieser Fassung gesucht? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn der Gedanke, den ich innerhalb von einer Sekunde habe, wahrscheinlich zu einem Erfolg... Lassen wir das. Auf jeden Fall glaube ich euch das nicht. Das Einzige, was dann auch noch dasteht, uns auch nur in einem der Punkte Qualität und Schnitte Vorsatz zu unterstellen, ist schlichtweg eine Falschannahme. Nein, ich unterstelle euch an dieser Stelle tatsächlich nicht Vorsatz, ich unterstelle euch Inkompetenz. Große, große Inkompetenz. Und das ist meiner Meinung nach ehrlich gesagt fast noch schlimmer. Es lag ganz gewiss nicht in unserer Absicht, jemanden vor den Kopf zu stoßen oder gar zu betrügen. Und dann schreibt ihr so einen Text? Ganz im Ernst? Weil vor allem, wenn ihr ja schon sagt, und ihr wart ja tatsächlich transparent, ihr hattet ja ursprünglich eben die 35mm Abtastung auf eurer Ankündigung drauf gehabt und wie ihr dann das Master bekommen habt, habt ihr dieses Detail weggestrichen. Das steht ja auch in euren Ausreden drinnen, aber von einer klaren Transparenz, dass ihr da vielleicht nicht nur einfach ein Detail aus der Ankündigung rauslöscht, sondern vielleicht ganz klar kommuniziert, hey, wir haben in einem eigenen Beitrag vielleicht sogar. Wir haben eine 35mm Kopie angekündigt, die leider nicht existiert. Unser Master ist jetzt ein anderes. Vielleicht hat jemand von euch irgendwie Zugang zu sowas, kann uns helfen, sonst irgendwas. Das hätte man tatsächlich wesentlich früher machen können und das hätte vielleicht zum Erfolg geführt. Aber, und das schreibt er weiter, es lässt sich nun mal nicht vermeiden, dass es auch Menschen gibt, die immer nur das Schlimmste annehmen und das Schlechteste in einem sehen. Daran ist nichts zu rütteln. Das ist richtig. Aber manchmal ist es auch tatsächlich gerechtfertigt, von dem Schlechtesten auszugehen. Aber, was ich an der Stelle außerdem noch wirklich interessant finde, ich meine, wo genau war bei euch jetzt dieser Entscheidungsprozess, wo es geheißen hat, hey, wir bekommen keine 35mm Abtastung, wir bekommen, ich weiß jetzt nicht, welches Format es jetzt war, ich sag einfach Hausnummer
ein VHS-Master. Wo genau war dann diese Überlegung, dieses Master herzunehmen und dann trotzdem noch auf eine Blu-ray hochzurechnen und sich dann noch zu wundern, dass sich Leute verarscht vorkommen und dann auch noch scheinheilig zu schreiben, es war sicher nicht unsere Absicht, jemand vor den Kopf zu stoßen, dann hättet ihr es nicht gemacht. Ganz im Ernst, auch da hätte man zum Beispiel transparent ankündigen können, hey, wir hätten gerne eine 35mm Kopie gebracht, die gibt es leider scheinbar nicht mehr, deswegen müssen wir diesen Release jetzt von Blu-ray plus DVD auf einen DVD-only-Release downgraden. Vielleicht kann man darüber ein bisschen was wettmachen, indem man wie bei AVV und WMM einen Bonusfilm bekommt oder den Preis ein bisschen senkt oder sich sonst irgendwelche Spompanadeln einfallen lässt, weil ganz ehrlich, Filmfans sind nicht bösartig, vor allem diejenigen, die gerne AfD-Filme schauen. Wir wissen, wie es um AfD-Filme steht. Und ganz ehrlich, und dann der letzte Absatz noch. Wir haben bereits den Anfang gemacht und in Kontakt mit Muck47, dem Verfasser des Schnittberichts, aufgenommen. Echt jetzt schon? Wahnsinnig tolle, vorausschauende, detailreiche Recherche, die da ist. Unser Herz hing und hängt immer noch sehr an dem Film. Ganz ehrlich, ich glaube es euch nicht. Ich glaube es nicht, dass man hier detailliert, liebevoll und mit Herz gearbeitet hat, weil dann wäre das nicht passiert. Dann wäre das nicht passiert, dass Muck47 plötzlich die Fassung, die ihr 6 Monate lang gesucht habt, aus dem Hut zaubern kann und euch natürlich dann zur Verfügung stellt, ist ja keine Frage. Wieso erst jetzt? Und an der Stelle muss ich wirklich dazu sagen, ich persönlich bin Filmfan und ich werde euren Aufruf, den ihr am Ende von dieser Ausreden-Gülle gepostet habt, natürlich auch weiter teilen. Cinestrange Extreme sucht im besten Fall, wenn sie tatsächlich existiert, eine 35mm Version der griechischen Kinofassung beziehungsweise irgendein anderes Material, das dabei helfen kann, um von diesem Film eine sinnvolle DVD oder vielleicht sogar Blu-ray produzieren zu können. Wenn ihr da irgendetwas wisst oder habt, schreibt bitte an info@cinestrange-extreme.de. Und ich kann nur hoffen, dass das jemand tut, aber liebe Leute von Cinestrange, bis zu dem Moment, wo ich dann in meinem Regal eine ausgetauschte Blu-ray und DVD-Version habe, mit einem richtigen Master, tut es mir leid, ich komme mir sehr wohl von euch vor den Kopf gestoßen, verarscht und vor allem durch so einen Dreck für dumm verkauft vor. Weil ganz im Ernst, ihr knöpft uns Kohle ab für den Release, rotzt irgendeinen halbherzigen Dreck hin und auf den verständlichen Aufschrei der Fans kommt irgendeine Mini-Mi-Kotze von euch, quasi mit der Aufforderung, hey, wenn ihr einen anständigen Release haben wollt, dann könnt ihr ihn euch ja quasi selber machen. Das ist richtig, können wir, aber dafür brauchen wir euch nicht.